Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen, heute wieder zu einer Folge Repoli zusammen mit Fresh Fries. Hallo, ich trinke gerade noch Wasser schnell. In echt oder? Ne, im Spiel. Am Meer. Bin mal kurz durchgeschwommen auf die anderen. Nein, bin ich nicht. Ins Wasser gegangen. Ich bin gerade an dem Berg, wo glaube ich der tote Baum oben drauf ist. Und guck mir nochmal die Richtungen der Strahlen an. Ich weiß ja nicht. Vielleicht hilft's was. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Die Sache ist verschwindend gering. Erstmal wieder 3 Tonnen Äpfel essen. Nee, auf dem Hügel bin ich gar nicht. Oh, nice. Er sah halt so aus. Auch nice. Es tut mir leid für diese Fehlinformation. Ja. So. Hier muss doch langsam mal was kommen. Und also zeigt nur dieses eine Dorf mit den 2 Bewohnern kurz, was wir noch nicht gefunden haben. Da muss ja in der Nähe eigentlich auch der Schrein sein. Eigentlich ja. Eile Hersteller rentiert sich jetzt auch nicht wirklich. Die Frage ist, gibt es hier vielleicht sogar einen Schrein extra oder so, dass man gar nicht den genau finden muss? Nein. Nein, hier gibt es nichts extra. Nee, kann ich mir nicht denken. Also, ich glaube halt nicht dran. Ganz einfach. Ich glaube, es gibt genau diese abgezählte Menge an Dingenskirchen, an Schreine. Und dann ist gut quasi. Und dann ist gut. Wäre ja sonst keine Challenge, dass man so ein Ding findet. Aber gefühlt ist es die Suche, die Nadel im Heuhaufen. Ich glaube, ich komme dir sogar jetzt entgegen, weil hier ist einfach Wasser. Ja, kann sein. Ich renne hier auch wirklich nur kreuz und quer rum. Also wirklich. Ich gehe da nicht straight, in die Richtung gehe ich jetzt, sondern wirklich hin und her ich und her nicht, und hin. Ja. Also rein theoretisch müsste man systematisch hier die Insel abgehen, dass man den Schrein findet. Schätze ich jetzt stark. Dafür müsste man halt aber auch die Map-Kenntnis haben, um den. Ja, die fehlt ein bisschen. Haben wir irgendwelche hilfreiche Tasten übersehen, die uns vielleicht helfen? Drück mal alles, sagen wir es mal so. Naja, oder ich mache die Controls in den Options auf. Ist ein bisschen einfacher. Ich finde, alles drücken hört sich lustiger an. Nö, also sehr überschaubar. Ganze Liste. Warum, die Insel ist so fucking klein? Eigentlich ist sie gar nicht so klein. Das meine ich ja. Boah, ist das nervig. Put, 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 Nadel. Wo bist du denn? Nadel. Ich habe da am anderen Ende des Sees eine Anomalie entdeckt, der Landschaft. Vielleicht ist da irgendwas. Was, am anderen Ende des Sees? Ja, quasi, wenn man einmal um den See rumläuft. Das ist noch dieselbe Insel. Ach so. Naja, die Insel, wie gesagt, ist ja nicht klein. Ey, kann ich bitte auf blöd irgendwie die Kacke finden? Reconnecte nochmal. Und wieder zu dir gehen, oder? Ja. Wieder anderer Weg, aber. Ja, natürlich. Ich muss ja auf einem anderen Weg zu dir jetzt. Alter.
Und ich drück halt immer noch rum, dass ich Fasern sammel. Ich weiß nicht wieso, aber ich tue es. Ich sammle auch alles Mögliche. Also rechts von mir sind zwei Schreine, sehe ich gerade. Beide 1000 Meter weg. Ja gut, wären das quasi Schreine, die wir noch nicht hätten. Ja, klar, wäre toll. Leider nein. Ich laufe jetzt einfach mal straight zu dir. Vielleicht, ich glaube, das bringt gar nichts, weil da, ja. Ich war bei dir in der Nähe, als ich gerade hier um den See gelaufen bin. Also. Hier war die Anomalie in der Landschaft. Bist du links rumgelaufen? Ja. Ja, ich komme aber aus der anderen Richtung, also da war auch nichts. Also. Die Frage ist, wie weit geht es hier? Aber hier ist erst ein Ding. Wenn da erst eins ist, dann macht es ja keinen Sinn, da zu gucken. Hier sind zwei sogar. Einer da, einer da. Es ist halt so schlimm. Die einzige Richtung, wo wirklich noch nichts ist, ist von mir aus Südwesten da. Ich sehe halt nur zwei Schreine und das kotzt mich an. Ja. Was, du siehst dir? Immer nur die, die in 1000 Meter sind oder so. Von dir aus Südwesten. Ja, hätte ich jetzt gedacht so. Dass da noch einer passen könnte. Na, dann gucke ich mal Richtung Südwesten. Ja, bei dir hat's geklopft im Übrigen. Ja, meine Schwester. Die will mir bestimmt nur sagen, dass sie jetzt irgendwo hingeht oder so. Ach so. Wichtige Information. Auf einmal kommt hier ein Reh von rechts reingesprungen ins Bild. Jetzt im Park. Ja. Südwesten kommt bald Wüste. Okay. Aber auch noch sehr viel Wald. Geh noch tiefer in den Wald, Fresh. Ich war mittlerweile total verwirrt, aber probieren kann man es ja mal. Oh ja, natürlich, verpiss dich, Junge. Wenn du nicht weißt, wo das nächste Dorf ist, halt die Klappe und verzieh dich. Vielleicht ist das auch ein Dorfführer, der uns dahin führt. Ja, der läuft nur hinter einem her, oder? Ja. Der ruft halt laut, aber du verstehst es nicht, weil du Sound ganz leise gemacht hast. Nee, den würde ich schon schreien hören, aber nein, er schreit nicht. Oh, zumindest auf meinem Ohr. Okay, vorne ist schon Wüste fast. Es gibt's ja nicht. Könnte kotzen und auch speien. Wo ist dieser Schrein? Ah. Es wäre halt immer noch dieselbe Insel. Auch die Wüste. Naja. Ist halt die Frage, wie weit wird das Zeug da gerendert? Aber wenn wir in die Wüste laufen, bräuchte man rein theoretisch andere Sachen zum Abbauen, um das Dorf wieder aufzubauen. Wieso? Was? Ja, weil ja kein Holz oder Stein drin liegt. Ach so, ja, deswegen macht es eigentlich auch keinen Sinn, dass das da wäre. So renne ich aber trotzdem mal an der Wüstennarbe entlang, weil ja viele am Wasser entlang waren. Gefühlt von den Dörfern, dass die an der Biomsgrenze gern hingestellt werden. Solche Sachen. Aber das sind Theorien, die ich so nicht nachvollziehen kann gerade. Vielleicht sind wir auch schon längst dran vorbeigelaufen und haben es einfach nicht gesehen. Ist wahrscheinlich nicht nur einmal. Freunde, falls ihr wisst, wo das Dorf ist, schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht haben wir es in zwei Wochen, wenn die wieder aufnehmen, immer noch nicht gefunden. Das wäre krank. Ich glaube, dann hätte ich das Spiel hingeschmissen. Kann es mich kreuzweise. Ah, hier ist schon wieder Wasser.
An sich ist das, glaube ich, auch, man findet immer eine Verbindung zur anderen Insel auch fast. Also man denkt, das wäre eine andere Insel, aber wenn man dann lang genug läuft, dann ist da so eine Narbe und dann kommt man da doch hin, weißt du? Die doch immer alle irgendwie ein bisschen verbunden sind. Genau das, ja. Oh, trinken muss ich auch noch was? Ich habe meinen Fuchs getötet. Der arme Fuchs. Ja, aber der hat die Gans gestohlen, von daher habe ich gedacht, ja, gib sie wieder her. Ja. Der Fuchsmörder Fresh. Ich bin wirklich kurz davor, dass ich Reconnect mache. Und schau, ob es nochmal funktioniert. Das wäre lustig. Unlustiger wäre, wenn du nochmal da spawnst, wo du jetzt genau bist. Auf einmal. Die ganze Zeit würde ich nicht hier spawnen, aber dann spawn ich hier. Hallo, junge Frau, sagen Sie mir, wo das Dorf ist. Ich habe gerade eine umgebracht, weil die es mir nicht gesagt hat. Ach, nee. Ich lass die mal laufen. Die Bitch, ich habe jetzt bestimmt schon Fasern für 5 neue irgendwas. 5000 Verbände oder so. Wenn man Holzstämme im Vorbeigehen sammeln könnte, wäre cool, aber nee. Äste kann man im Vorbeigehen sammeln. Ja, gut, aber Pfeile habe ich mehr als genug. Man kann nie genug Pfeile haben. Doch, irgendwie schon. Und du hast gefühlt echt recht. Da, guck, die Verbindung. Ja. War mir klar. Ich bin ja schon rübergeschwommen vorher. Weil ich mir das fast gedacht habe. Hier ist auch auf der. Also zwischen Südwesten und Osten ist quasi nichts. Ich gehe also Richtung Südosten. Mache dies. Also nach dem Motto, da ist noch keine Geschichte oder so. Was bringt so ein Alchemietisch? Ist jetzt auch die Frage. Gibt es da vielleicht Weisheit plus 1 oder so, dass man irgendwas sieht? Das wäre cool. Man wird halt so wenig geleitet gerade. Ja, man muss halt einfach, ne, suchen. Das macht halt so ein Spiel. Ja, wie soll ich sagen? Wenn ich eine Quest habe, will ich die relativ gut erfüllen können. Wenn ich aber suchen muss wie ein Behinderter, da bringt man ja das. Ich glaube ja, das fast das Problem ist, dass wir halt in dieser Quest noch stecken, weil angeblich soll ja ein Dings gekommen sein. Ein Patch mit Leitfaden mehr oder weniger so. Oder Anzeige, wo man hin muss für die Quest, so. So, wie bist du in die Quest reingekommen? J. Aber da steht bei mir gar nichts. Sieht halt so aus, wie wenn man mehrere annehmen könnte. Ja. Aber J stand komischerweise auch nicht im Dingens drin. Im Option-Menü? Ja. Was steht da überhaupt alles? Steuerung. WASD, CC. R, Bauteil drehen mit dem Mausbutton. Chat öffnen, Enter. Fuck. Hast du den Chat gesehen? Nee. Funktioniert er bei dir nicht? Ich hab's hat ausgeschaltet. Er hat das hart ausgeschaltet. Damit er auch noch die letzten 2% mehr sieht. Jetzt kann mir natürlich was angezeigt worden sein. Ich hab's nicht mitbekommen. Ist die Frage, ne? Weil ich Z gedrückt hab. Ich glaube aber, ich habe jede Taste durch. Jede. Oh, zum Glück wurde ich nicht angegriffen währenddessen.
Also ich weiß nicht, ob die Insel da drüben mit unserer verbunden ist, aber ich gehe mal fest davon aus, von da schwimme ich einfach rüber. Ja, geh rüber. Weil wenn man überlegt, wo der Baum ist mittlerweile, der abgestorbene. Ich habe den schon ewig auch nicht mehr gesehen, glaube ich. Ich war letztens vorhin auf einem Hügel drauf, da habe ich ihn gesehen. Ich gehe jetzt auch dorthin. Zum Baum. Ja, da treffen sich alle fucking Strahlen. Irgendwas muss damit zu tun haben und keine Ahnung. Könnte sein. Sind zwar alle Theorien und letztes Mal hat es auch nichts geholfen, dass wir da dort waren und geguckt haben, wo die Strahlen herkommen, aber man weiß es ja nicht. Man weiß es ja einfach nicht. Auf jeden Fall habe ich ein Dorf gefunden. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, aber ich habe ein Dorf gefunden. Renne einmal durch und guck, ob da Leute drin sind. Und Dorfbewohner. Hey. Ich finde den Käfig nicht. Nee, sind keine mehr drin. Okay. Dann hatten wir es schon. Uiuiui. Aber ich finde 700 Meter ein bisschen weit weg zum nächsten Schrein, oder? Nee, 700 ist noch okay. Wobei zum nächsten Dorf, ja, vielleicht ein bisschen. Jetzt gerade persönlich ein bisschen weit. Könnte sein, ja. Aber das war, normalerweise war das jetzt das Dorf. Welches Dorf war denn das? So wie es aussieht, ist die Insel, wo ich hier hingeschwommen bin, nicht. Sehe ich da was? Oh nee, das haben wir schon. Oh, das leuchtet von hier grün. Ah, ich sehe da drüben. Ey, das musst du eigentlich fast gesehen haben. Nur das Grüne, sonst gar nichts. Oh. Und ich dachte, okay, aber dann gucke ich auf die Map und sehe 550 Meter Okay. mit so einem Und Haken dran, wir Schaukelpaar. laufen gerade zum selben Dorf. Sind die 700 Meter und die 700 Meter machen mich stutzig. Die sind zu weit weg. Und in der Nähe ist keins. Kein Dorf oder was? Also, das war jetzt der nächste Punkt, da wo du jetzt hinläufst, zu dem Dorf, wo ich bin. Ne, ich laufe ja nicht hin, aber ja, krass, das ist. Also, ich glaube nicht, dass es so weit weg ist. Da muss in der Nähe noch mal eins sein. Könnte natürlich sein. Aber wo ist die Frage? Wenn man sagt, das andere war keine 20 Meter weg. Wobei muss das wirklich da sein, weil am Ende wir brauchen ja auch noch zwei weitere Dorfbewohner. Ja, klar, ich verstehe dich schon, aber trotzdem. Das ist halt so die Frage. Und gehen die Dorfbewohner wirklich immer ins Dorf und so? Trotzdem lass mich mal in der Nähe gucken. Ja, guck ruhig, klar. Was ist das hier für Wald? Ja, zum Kotzen. Komm, irgendwann weiß man auch nicht mehr, von wo dass du gekommen bist oder Nee, so. gar nicht mehr. Hinten ist das Dorf. Ich bin hier, glaube ich, im anderen Biom angekommen oder so. Ah, das ist das Sumpfbiom, wo ich hier bin. Glaube ich. Ach, ich habe einen Schrein gefunden. Echt? Ja, aber den hat man schon. Aha.
Mach mir doch nicht immer so Hoffnung. Das ist das, wo wir das Haus hingestellt haben. Den ersten quasi. Ja. Und bei mir wird halt das Dorf nicht angezeigt. Ah, du siehst quasi gar nicht den Rest, okay. Nee. Buh in einer Glaskugel. Aha, kann man kaufen. Nett. Was kann man kaufen? Buh in einer Glaskugel. Und was ist das? Weiß ich nicht. Wie teuer? 1800. Hast du was zum Verkaufen? Ich könnte Bandagen verkaufen. Boah, wenn ja, könntest du vielleicht switchen und gucken, was das... Ob das was Gutes ist oder nicht. Ja, aber ich verkaufe ungefähr meine 1326 Bandagen da. Ja. Könnte ein paar grüne Äpfel verkaufen. Habe ich nochmal grüne Äpfel? Weg damit. Fasern können weg. Schlafsäcke können weg. Können ja eh nichts mehr. So, ich bin jetzt wieder im normalen Biom. Kupferbarren, die 12 Stück, wird 1400 bringen. MG, der Händler, Freunde. Oh, ach komm, weg mit den Äpfeln. Mann, lass ich mal. Wie brauche ich? 1800. Deine können weg. Gefühlt laufen wir halt ohne Plan rum komplett, ne? Das ist halt auch. Natürlich laufen wir ohne Plan rum. Hätte nicht mitgekriegt, wann wir einen Plan gehabt hätten. Gestern habe ich mir gedacht, ey, planst du das Ding mal. Ja. Laufen. So. Macht das Ding jetzt? Ich habe jetzt eine Kuh in der Glaskugel. Drehen. Und dann? Ach, ich habe eine Kuh hingestellt. Eine Kuh? Kann man mal machen. Hört sich lustig an. Ich kann die Kuh jetzt melken. Und was gibt die Kuh dann? Drückst du E, dauert ewig. Und dann ganz am Schluss, wenn das E fertig ist, so, du hast kein Gefäß. So richtig Arschloch. Ja, okay. In your face. Oh, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wir haben sehr viel geschafft. Wir haben eine Kuh hier spawnen lassen, wieso auch immer. Ja, schaut beim guten Fresh Fries vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier sind noch ein paar Videos für euch. Wir sagen ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.